Wir reagieren heute auf die Sendung Nachschlag von Paul Brandenburg. Das ist eine Talkshow, in denen Dieter Dehm, Kevan Sofisirwasch und Paul Brandenburg über die aktuellsten Ereignisse der Woche diskutieren. Und ja, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Heute geht es um Aufrüstung und das Kapital, um Kriegshetzer und um einen Regierungsrücktritt. Ich habe mir die Talkshow, wie meistens, wenn ich auf sowas hier reagiere, vorher nicht angesehen. Also ja, starten wir mal unvoreingenommen rein und entscheiden dann, was die Schlagzeile der Woche sein soll. Willkommen bei Nachschlag, der wöchentlichen Sitzung der deutschen George Orwell-Gesellschaft, deren Vorsitzende ich hier sehr herzlich begrüße. Dieter Dehm und Kevan Sofisirwasch. Hallo. Ihr könnt und sollt sehr gerne auch auf unsere Seite gehen, nachschlag.express, und dort abstimmen über unsere drei Schlagzeilen hier. Welche von den Schlagzeilen hat am härtesten getroffen? Letzte Woche gibt's ein mehr als eindeutiges Ergebnis, oder von der letzten Woche. Da ist auf Platz 1 mit über 60% der Stimmen die Ansage, Deutschland muss endlich erwachsen werden. So hat Kevan es formuliert. Platz 2 und 3 teilen sich dann fast eine Wertung mit jeweils rund 20%. Auf Platz 2 meine Vorhersage über das Ende unseres Wahltheaters und Dieters Forderung, dass Deutschland ein Arbeiter- und Bauernstaat werden müsse. Sagt auch diese Woche, was am stärksten trifft. Das finde ich ja sehr interessant. Also ich habe mir die letzte Sendung noch nicht angesehen. Vielleicht reagieren wir da auch im Stream drauf. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie viele andere Dinge wir hier noch zum Reagieren finden. Aber das finde ich mal sehr interessant, dass das mit dem Arbeiter- und Bauernstaat gleich auf mit Paul Brandenburgs Vorschlag ist. Und wenn ihr schon da seid auf unserer Seite, dann denkt daran, Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Seid so gut und spendiert ein paar Cent für die Fortführung dieser Sendung. An der Stelle ein sehr herzliches Dank an all die Menschen, die das bisher schon getan haben und uns damit auf Sendung halten. Wir verneigen uns. Diese Woche lauten unsere Schlagzeilen: erstens, Rüstungskapital plant unsere Hinrichtung und wir sollen zahlen. Zweitens, Scharfmacher an die Front. Und drittens, nach Scholz wird es schlimmer. Dieter, das Rüstungskapital plant unsere Hinrichtung und wir sollen zahlen. Warum ist das so? Wir sollen unsere eigene Hinrichtung bezahlen, weil diese Bundesregierung uns, übrigens so wie die Vorgängerregierung, zu einem Schlachtfeld machen wird, wenn sie so weiter es betreibt und wenn so wenig Widerstand erfolgt. Die Überschallraketen, die hier installiert werden sollen, um die Schlagzeile gleich vorwegzunehmen, müssen jeden, der potenziell von ihnen bedroht wird, zumindest zu einem Planspiel verleiten, wie kann man sie im Erstschlag ausschalten. Es fing ja alles damit an, dass Scholz sagte, assistiert von Pistorius, wir müssen wieder kriegstüchtig werden, dass Putin ein Okay, das mit den Überschallraketen, das muss ich jetzt zu meiner Schande zugeben, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass die hier stationiert werden sollen. Ein russisches Imperium ausdehnen will und dann andere das assistieren. Ich habe das letztens wieder im Deutschlandfunk gehört, dass ja Putin nicht einfach nur ein Gegner, sondern ein Feind sei, weil er unsere deutsche Lebensart zerstören möchte. Nun, da hat, glaube ich, Kevan völlig zu Recht eingewendet, die deutsche Lebensart zerstören. Da waren andere schon vor ihm dran, zum Beispiel die GroKo und die Ampel-Regierung. Ich habe hier bei dieser Schlagzeile kräftig Zuarbeit bekommen von Sonja Schumacher, der ich hier ausdrücklich danke. Sie hat mir auch die Zahlen zusammengestellt. Das Drohszenario, das immer aufgebaut wird mit Russland. Russland hat einen Verteidigungsetat von 85 Milliarden 2014 gehabt, den dann nochmal 2021, also vor dem Einmarsch, gesenkt auf 66 Milliarden, werden die NATO im Zeitraum von 943 Milliarden, 943, fast eine Billion, in 2014 auf 1 Billion $175 hochgegangen ist, vor dem Einmarsch wohl bemerkt. Also ein Verhältnis von 18 zu 1 im reinen Rüstungsetat. Der Beschluss der NATO war 2014 vor dem Einmarsch, die Militärausgaben auf. Und rund die Hälfte des Rüstungsetats aller NATO-Staaten machen die Vereinigten Staaten aus. Das sollte man wohl da dazu sagen. 2% des Bruttoinlandprodukt zu steigern und dazu dann Kampfflugzeuge, Drohnen und eben Panzer, aber eben auch diese Überschallraketen anzulegen. Darüber hat sich Rheinmetall ganz besonders gefreut, dessen Aktienkurs seit der Scholz-Rede
übrigens um das 2,5-fache gestiegen ist. Der Rheinmetall-Chef Armin Papperger freut sich ganz besonders auch persönlich, weil er nun neben seinen 500.000 Euro, die er bekommt als Monatsgehalt, nicht als Jahresgehalt, auch noch fette Aktiengewinne einstreichen darf. Dieses Sondervermögen, dem übrigens zur Hälfte auch die AfD zugestimmt hat, während eben Lindner fröhlich verkündet, dass bis auf dieses Kriegshaushaltsvermögen alles andere gekürzt würde. Da zitiere ich jetzt den Spiegel vom 15. Sorry, dass ich so häufig unterbreche, aber hier muss man noch ergänzen, dass dieses Sondervermögen für die Bundeswehr nicht unter die Schuldenbremse fällt, da es in der Verfassung steht. Also alle anderen Schattenhaushalte, was man sich da so zusammenklamüsert hat, der normale Bundeshaushalt fällt unter die Schuldenbremse, aber dieses Sondervermögen ist ausgenommen, weil es in unsere Verfassung reingeschrieben wurde. Weil dort eben CDU und Dieter Dehm hat es gerade richtig gesagt, Teile der AfD zugestimmt hatten. Den April des letzten Jahres, dieses Sondervermögen blieb also unangetastet, während unsere Bauern geschröpft werden, unser Mittelstand, die Handwerker geschröpft werden, während die Löhne sinken, während die Renten nach wie vor in dem erbarmungswürdigen Zustand bleiben, in dem sie waren, wo eben dann auch Menschen in einem der reichsten Länder der Welt, zumindest noch bis vor kurzem, gezwungen sind, nach Flaschen und Flaschenpfand in den Mülleimern zu wühlen. Mit diesem Geld wird dann in Grafenwöhr, das liegt in der Oberpfalz, ein Truppenübungsplatz aus der deutschen Gesetzlichkeit ausgegliedert und den USA sozusagen als exterritoriales Gebiet überstellt. Das ist 230 Quadratkilometer groß. Darauf regiert eine US-Militärverwaltung, die eben über diese Überschallraketen, über Drohnen, Abschussrampen etc. oder was Rampen sind, weiß ich nicht, dann auch verfügen und über das zweitgrößte Spionagezentrum der Welt. Die indigene Bevölkerung, also die Bayern, haben bei diesem Gebiet nichts mit zu bestimmen, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Und nun sollen da Hyperschallraketen, die sind 12-fach schneller als der Schall, man kann sich das kaum vorstellen, 12-fach schneller als der Schall, sollen dort installiert werden und die sollen auf Moskau gerichtet werden. Die können im schlechten Falle in 10 Minuten Moskau erreicht haben und es sind typische Erstschlagwaffen. Und um den Erstschlagwaffen zuvorzukommen, muss jeder potenziell Angegriffene planen, vor dem Erstschlag einen Schlag zu landen. Somit wird Deutschland in den Fokus der russischen Abwehrkräfte, möglicherweise auch anderer, gerückt, mutwillig von der Vorgängerregierung GroKo, genauso wie von der Ampel. Und dann wird auch noch in Wiesbaden seit November 2021 eine 500 Mann starke Multidomain Taskforce zusammengezogen. Also es ist nicht nur die Oberpfalz, es ist auch Wiesbaden, es ist auch Büschel, es ist auch Rammstein, die damit sozusagen zum Target für die russische Abwehr, wenn sie überleben möchte, in Moskau gerückt werden. Und das Drehkreuz für diese US-amerikanischen Militärflüge ist ja sowieso Rammstein. Das wissen wir ja schon seit langem. Deswegen protestieren wir auch immer. Ich habe ja euch auch da schon gesehen, zumindest Kevan auch persönlich. Ich glaube, dich auch virtuell, Paul. Und ich weiß, dich im Geiste da immer bei uns, wenn wir in Rammstein protestieren. Auch hier werden wieder die Indigenen zitiert, immer dann, wenn man es braucht. Nämlich der Marschflugkörper, der hier neu installiert werden soll, heißt Tomahawk, nach der indigenen Bevölkerung in den USA gerichtet. Und die Überschallrakete, die 12-fach so schnell ist wie der Schall, heißt Dark Eagle, dunkle Adler. Das könnte also auch ein Indianerhäuptling sein. Ich darf ja Indianer sagen. Damals habe ich ja gegen Florian Silbereisen dann auch mich juristisch Strafanzeige erstattet und auch gestritten und dann auch einen Erfolg erzielt, als er das Wort Indianer streichen wollte in paternalischen Gutmenschlichkeit, weil er glaubte, er könnte den Indianer, die sich selbst Indianer nennen, nicht das Wort Indianer zumuten. Aber hier werden die Begriffe der Indianer mutwillig strapaziert, um Aufrüstung zu betreiben. Ein Schuss übrigens von dieser Tomahawk kostet 40 Millionen. Nur an alle, die jetzt auf der Straße sind und sich beschweren, ein einziger Schuss kostet 40 Millionen. Das ist natürlich alles Verschwörungstheorie, sind lohnende Investitionen. Also 8 Schüsse und also ich habe jüngstens gehört, dass die
Kürzung bei den Bauern rund 300 Millionen Euro pro Jahr betragen. Das hat Christian Lindner gesagt. Das heißt, 8 Schüsse von so einer Tomahawk und man hätte die Kürzung bei den Bauern wieder drin. Das jetzt nur mal so, um die Relation zu zeigen. Das wäre dann die Verschwörungstheorie, um an das russische Gas zu kommen und endlich Putin loszuwerden, der da noch als Störfaktor steht. Aber wie es aussieht, wird er im März bei der Wahl wohl auch souverän wieder gewinnen. Also wir zahlen dafür, dass wir selber zum Schlachtfeld werden, dass wir hingerichtet werden, dass wir mutwillig zum Target der russischen Luftabwehr werden müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass am 17. Februar, wenn wieder bundesweite Friedensdemos sind, zum Beispiel in München, ich werde da auch wieder sprechen, dass wir dort alle auf die Straße gehen. Wir tun es zum eigenen Schutz. Ja, ich glaube, wenn ich das noch anfügen darf, die Tomahawks tatsächlich, Dieter, das ist das sehr langjährig schon existierende Modell. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Das waren auch die schon im Irakkrieg eingesetzt wurden, die amerikanischen Marschflugkörper, die, glaube ich, wenige Meter über dem Boden ihr Zentimeter genau treffen. Insofern, ich würde jetzt ganz nüchtern sagen, bei Zynismus, das ist Gewalt Spezialität. Nun kommt der Tod eben per Hyperschall. So groß ist der Unterschied dann auch nicht. Früher sind die Dinger, diese Megatonnenbomben, vielleicht etwas langsamer ins Ziel geworden. Jetzt sind sie ein paar, nach 10 Minuten früher da. Ist irgendwie gut zu wissen. Also dann weißt du zumindest, nach Raketenstart hast du noch 10 Minuten, die kannst du nicht plaudern. Dann war es das wenigstens. Also kann man dem noch anders begegnen, als mit Fatalismus. Paul, nur eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Wenn Sie das in der Ostukraine aufstellen würden, wovon Sie ja träumen, dann braucht diese Rakete nur noch 3 Minuten. Gut, und auf der anderen Seite, 10 Meter weiter, stehen dann die Russischen. Also da bin ich tatsächlich so, ich sage, das ist das übliche Gleichgewicht des Schreckens, wenn man es so nennen möchte. Nur sind die Dinger teurer und schneller geworden. Ja, je schneller das, also je schneller diese technischen Systeme aufeinander reagieren können, desto größer wird die Gefahr, dass ein technischer Fehler zur Vernichtung der Menschheit führt. Das hatten wir im Kalten Krieg ja in mehreren Situationen. Ich meine, es gab ja in den 80er Jahren eine Situation, wo ein sowjetischer Soldat einen Befehl nicht weitergegeben hatte. Also die sowjetischen Satelliten hatten registriert, dass die USA einen Atomangriff auf die Sowjetunion gestartet hätten und der sowjetische Soldat, der hätte diesen Befehl eigentlich weitergeben müssen. Er hat diese Information aber seinen Vorgesetzten vorenthalten und so einen Atomkrieg verhindert. Am Ende hat sich herausgestellt, dass ja es ein technischer Fehler bei den sowjetischen Satelliten war. Also und je kürzer die Reaktionszeiten werden, desto ja, größer ist die Gefahr, dass ein technischer Fehler schlichtweg zu so einem Atomkrieg führt. Die Industrie ist die einzige, die jubelt, aber das, Kevan, ich weiß nicht, wie du siehst, ist letztlich das immer Gleiche, oder? Das ist schon das immer Gleiche, aber das Problem ist natürlich, das hat ja schon Einstein damals formuliert, weil man kann das ja auch alles nuklear bewaffnen, die nennt sich dann aber Mini-Nukes. Ne? Ich möchte darauf hinweisen, dass der Sprengkopf heute für eine solche Bombe, dass der das Mehrfache an Zerstörungskraft hat, was wir auf Hiroshima oder Nagasaki abgeworfen haben, also wir meine ich die Amerikaner. Was Menschen nicht verstehen, weil das so abstrakt ist, diejenigen, die das planen, verstehen nicht, dass eine solche Militärmaschinerie eine Eigendynamik gewinnen kann. Und man möge doch mal in die Geschichte zurückgehen und sich die Frage stellen, auch mit Kuba-Krise, warum hat man denn seinerzeit eigentlich die roten Telefone eingerichtet? Damit man den Gegner nicht wie in der Spieltheorie dahingehend lesen muss, dass er sowieso immer das Schlechteste will, sondern sagt, dazu kann es sein, dass es eine Eigendynamik gibt und dass es zu Missverständnissen kommt und dass es einen Atomkrieg aus Versehen gibt. Das passiert ja auch schon mal. Aufgrund von technischen Problemen war das ja... War ja mal kurz davor. Genau. Das hat ein russischer Oberst verhindert. Ja, oder auch Rainer Rupp hat damals verhindert, Abel Archer, dass er angerufen hat, gesagt, was die gerade da machen in der NATO, das ist nur eine Übung, weil die Jets in der DDR, die hatten schon die Dinger, die dann abgeworfen werden sollten. Also da haben wir Glück gehabt, ja, wenn man sich damit mal beschäftigt. Das kann ja nicht ewig gut gehen. Ich möchte da aber nochmal drauf eingehen, dass, wenn man sieht, wes Geistes Kind diese Amerikaner sind, also diese Amerikaner, ich rede hier von dem militärisch-industriellen Komplex, dass die ja eben auch Waffen, die zur Massenvernichtung eingesetzt wird, immer nach den Völkern benennen, die sie vorher selbst ausgerottet haben. Also Tomahawk gibt's ja nicht mehr oder auch Apache-Hubschrauber. Das sind alles die Indianerstämme, die nicht mehr da sind. Und dann stellt man nachher da sein Finanzzentrum drauf. Das heißt Manhattan. Das sind aber die Manhattan, die da mal gewohnt haben. Also es ist immer dasselbe. Aber, und das ist genau das, was ich worauf ich hin muss, diese Menschen haben überhaupt keine Ahnung davon, was das tatsächlich bedeutet, ja, weil sie sich mit den Szenarien gar nicht auseinandersetzen, sondern sie lesen ihren Lebenslauf nur anhand dieser Charts. Aber zum Thema Rüstungsindustrie, diese sogenannte deutsche Rüstungsindustrie, da steht vielleicht deutsche Rüstungsindustrie drauf wie Rheinmetall, aber es gehört ja im Wesentlichen den großen amerikanischen Kapitalvermarktern und Verwertern, die keine Bankenlizenz haben und deswegen auch gar nicht reguliert sind, ob die jetzt BlackRock im State Street Vanguard, es ist langweilig, das immer zu nennen, aber irgendwann knallt ist natürlich. Und ich kann nur sagen, ich bin ja, der erste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe, war The Day After. So, der Film ist aktuell, wenn man sich das anschaut, wo man am Ende dann staunend dasteht als Soldat, der da und denkt, huch, jetzt sind die Raketen raus. Nur wenn die Raketen raus sind, dann weiß man 10 Minuten später oder eine Viertelstunde später schlagen die auch ein und dann ist den Menschen nicht klar, das hat ja Einstein schon gesagt, dass die Atombombe alles verändert hat, nur nicht das menschliche Denken. Weil was passiert denn eigentlich danach? Und viele denken dann, naja, dann fällt die Bombe und dann da, wo sie einschlägt, sind alle tot und dann gehen wir in die zur Tagesordnung über. Das ist nicht der Fall.
Weil wenn aus wenn es einem Land, wenn das Wasser abgeschnürt wird hier oben, dann werden Länder, die über nukleare Flugkörper verfügen, die einsetzen, weil sie wissen, der Gegner tut es eben auch. Und dann kommt es im Anschluss zu einem nuklearen Winter. Und so ein nuklearer Winter dauert 10, 15, 20 Jahre, wo gestorben wird, wo aber gar nichts mehr da ist, keine Infrastruktur, da ist gar nichts mehr da. Ja? Das heißt, es gibt keine Wasserversorgung mehr, es gibt kein Gesundheitssystem mehr, es gibt keinen Sprit mehr, es ist dann einfach ein wilder Westen überall und mit dem ganzen nuklearen Fallout, und da wird keiner gewinnen. Es wird also niemand sagen, naja, das war die Sache wert, weil die Russen gibt's nicht mehr, denn selbst wenn es die nicht mehr gibt, das, was von Deutschland dann noch übrig ist, das lohnt sich auch nicht, das will auch gar keiner einnehmen. Und ich kann nur sagen, die sogenannte NATO, also die Nahtoderlebnisfirma, die macht ja nichts anderes, als uns unser Geld wegzunehmen, um dann damit zu spielen, dass man den Gegner bedroht, immer mit diesem, das ist ja immer gut gegangen. Ja, aber wenn es nicht gut geht, dann ist das ja auf unser aller Kosten. Natürlich werden die Reichen und Schönen auch sterben, weil ihre Motorjachten werden auch nicht mehr funktionieren. Aber das nützt mir gar nichts, dass die Großaktionäre dann sagen, naja, für mich hat sich das, da wird sich auch kein Frau Baerbock oder Herr Scholz oder wer auch ein amerikanischer Präsident mehr melden. Da wird sich niemand mehr melden, das ist ja dann alles ausgefallen. Das ist ja dann alles kaputt für sehr, 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 sehr lange Zeit. Und es wird die meisten Menschen werden im Anschluss daran sterben, dass Ernten ausfallen, weil der Himmel so verdunkelt ist, dass das Sonnenlicht nicht durchkommt. Das alles kann man ja auch in solche amerikanischen und englischen Serien dann wie Threads sich anschauen, von Wissenschaftlern mitgeschrieben, wie das denn am Ende aussieht. Das ist eben nicht so wie Berlin ist platt gemacht, aber dann Stunde Null sterben noch zwar viele wegen Hungersnot, aber man kann dort aufbauen. Das ist verstrahlt und das bleibt auch sehr lange verstrahlt. Und ich kann nur sagen, raus aus der NATO. Weil diese Menschen spielen mit unserem Leben für unglaubliche Summen. Und der Trick ist ja auch daran, das regt mich das immer wieder so auf, wenn man eben sagt, was willst du denn, 2% vom BIP? Ja, aber vom Umsatz, und das sind ja Milliarden, wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld das von unserem Bundeshaushalt ausmacht und wo das ja fehlt, in Schulen, Infrastruktur, das wird ja dafür ausgegeben, uns gegenseitig zu bedrohen, damit die anderen, weil die anderen sind ja neidisch auf unsere Standards. Welchen Standard meinen die? Die Bundesbahn oder die Schulen? Welchen Standard meinen die? Das Geld fehlt hier ja. Wenn das Geld hier eingesetzt würde, dann könnte man vielleicht denken, die sind neidisch. Aber wer mal in Moskau zum Beispiel war, stellt fest, die haben gar nicht nötig, neidisch zu sein, weil da ist eine höhere Porsche GLS-Dichte als in München. Also das ist ja gar nicht so. Das ist alles Quatsch. Und ich bin dafür, dass jemand, der heute das nicht erkennt und der das immer noch predigt, weil er das ja eben auch braucht, der bedroht die Menschheit, der bedroht den Frieden, der macht alles kaputt, es gibt nichts. Und das sind Leute, die sind Volksverräter, die sind Menschenfeinde und die gehören abgesetzt. Da brauchen wir eine ganz solide Revolution. Es kann nicht sein, dass uns der militärisch-industrielle Komplex das Geld wegnimmt und uns gegenseitig bedroht und am Ende sind wir die einzigen Verlierer, weil wir haben nichts zu gewinnen. Und wenn man sich mal anschaut, welche Pfennigbeträge irgendeine Frau bei Amazon oder bei Aldi fälschen muss und das dann so ein Ding mal eben das Geld kostet, da muss ich wirklich kosten. Und weil ich, als ich das Wort Grafenwöhr gehört habe, ich habe ja tatsächlich gedient und wurde nach 12 Monaten dann entlassen, weil ich wäre subversiv. Und ich war ja in Grafenwöhr. Ich alleine ja, war in so einem Panzer, habe für, glaube ich, 100.000 Euro Munition verschossen. Das ist ja dann teures Schwarzpulver, was in solchen reinen Seidesäcken in den Ding kommt, wo ich gedacht habe, huch, ich kenne eine Menge Sozialhilfeempfänger, die könnten das Geld dringend brauchen, einfach mal eben so verballern. Und für was eigentlich? Abgesehen davon, dass das Krieg ja auch klimabedrohlich ist, das kommt ja auch noch dazu. Wie also du da rausgekommen? Ja, dem kann man nur vollkommen zustimmen. Also die Bundesregierung macht Deutschland gerade zu einem Ziel und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir aus der NATO austreten. Also da müssen wir die amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Also all das könnte Deutschland ja machen. Also theoretisch. Wie da praktisch die Reaktion der USA aussehen würde, das wird man dann sehen müssen. Aber bisher stehen ja alle deutschen Parteien Kreuz zur NATO. Also bisher gibt es ja da keine richtige Opposition dagegen. Ich kann da jetzt gar nicht so viel kommentieren, weil ich da nichts anders sehe. Also Dieter Dehm und Kevin Zofisiewicz haben das gerade wunderbar zusammengefasst. Also die Regierung macht uns zu einem Ziel für Atomschläge und am Ende, ja, wenn es zu diesem Atomkrieg kommt, das ist ja da immer die Gefahr, dann gewinnt am Ende keiner, dann verlieren alle. Ja, selbst die Leute, die ihn angezettelt haben. Also dieser Atomkrieg, der ist etwas, womit man drohen will, der ist aber nichts, wozu man es kommen lassen will. Aber wie gesagt, je aufgerüsteter man ist, desto einfacher kann beispielsweise schon technischer Fehler letztlich zur nuklearen Katastrophe führen. Es kann nicht sein, dass so viele Jahre nach Kriegsende es in Deutschland riesige Areale gibt, und Grafenwöhr gehört dazu übrigens auch ein schweinekalter Ort, wo eine fremde Nation dafür sorgen kann, dass der nächste Krieg vor allem auch in Deutschland stattfindet. Er wird hier nicht bleiben. Das kann ja nicht sein. Und das ist dann auch nicht unser Freund. Da würde ich einfach sagen, nicht nur Army go home, erstmal würde ich sagen Army go home.
Armigurum, was haben die hier zu suchen? Und dass die hier sind, liegt einfach daran, dass deren Bewusstsein ist, wenn es knallt, dann soll es eben nicht in Arkansas und New York knallen, es soll in Europa knallen, in Deutschland. Und das ist der entscheidende Unterschied. Was so dumm ist, hat es nicht verdient zu überleben. Und das denken die auch. Und die lachen sich über uns tot. Und Politiker, die unsere Spitze darstellen, die das nicht verstanden haben, sind entweder Mittäter oder blöd. Sie gehören in jedem Fall weg. Das ist aber auch der entscheidende Unterschied, Kevin, und da stimme ich zu, das ist auch der Unterschied, abgesehen von der Tatsache, dass die immer gleiche Logik der Aufrüsterei und der verbesserten Waffen die gleiche ist. Der Unterschied ist in der Tat, dass sie die Dinger, dass sie ganz offensichtlich ihr Schlachtfeld jetzt hier bei uns inszenieren. Und ich glaube tatsächlich nicht, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Auslöschung mitkalkuliert wird und dass der amerikanische Präsident sich halt überlegt, dann zieht er sich in die Berge Colorados zurück. Denn das Konzept, die Waffenindustrie will sich nicht selbst vernichten. Die wollen ihre Millionen, die wollen ihre Milliarden, die wollen ihr Koks, die wollen ihre Prostituierten weiter genießen irgendwo am Strand. Deren Interesse ist nicht der Atomkrieg. Ja, da hat Paul Brandenburg jetzt natürlich recht. Natürlich ist ein Atomkrieg etwas, zu dem man es nicht kommen lassen will. Aber wenn man so weit wie möglich eskaliert, wenn man so nah an einen Atomkrieg herankommt, wie es nur geht, und damit Russland maximal unter Druck setzen kann, dann hat man halt den größten strategischen Vorteil für sich selber. Also das ist ja diese Logik der Eskalation. Aber wenn das biotheoretische Gleichgewicht in diesem Fall wäre entweder Kooperation, also dass man aufhört, immer weiter zu eskalieren, oder Vernichtung. Also wenn man das jetzt spieltheoretisch zu Ende denkt, wenn beide Seiten so denken, wie ich es gerade beschrieben habe. Und aktuell setzt unsere Seite auf Eskalation, wie wir es hier gerade sehen. Atomkrieg in Amerika, aber sie sind sehr wohl bereit, da bin ich fest von überzeugt, uns hier zum Schlachtfeld eines Atomkrieges zu machen und sagen sich, Westeuropa, wer braucht den Scheiß schon? Das ist ihnen nur recht und billig, absolut. Das werden sie nicht eine Sekunde zögern, das ist ein ganz entscheidender Unterschied vielleicht auch zum Kalten Krieg von damals. Und ein zweiter Unterschied ist, insofern muss ich mich ein bisschen einschränken, durch die Beschleunigung dieser Flugzeiten, durch die Erhöhung der Geschwindigkeiten entstehen auch andere Fehlerquellen. Dieter, du hast es ja, ihr habt es beide schon angedeutet. Der Punkt ist tatsächlich, was oft unterschätzt wird aus meiner Sicht, das sage ich als ganz praktischer Segler und Pilot. Es sind eben menschliche Fehler, die ganz schnell zu solchen Katastrophen führen. Wenn ich die Geschwindigkeit von irgendetwas verdoppel, die Fluggeschwindigkeit der Raketen, führt es auch dazu, dass die Abfangmöglichkeit dieser Raketen sich halbiert, mindestens, wenn nicht noch mehr. Weil tatsächlich, wir hatten mehrere. Wir hatten die Kuba-Krise, das ist so ein NATO-Ereignis gewesen. Wir hatten andere Krisen, in denen die Raketen fast in der Luft waren und wodurch gewisse Laufzeiten in der Technik eben die Möglichkeit noch bestand, dass vernünftige Menschen eingreifen. Wenn wir uns ein anderes Ereignis angucken, was nahezu zum Blutbad führt, war das die Wende in der DDR. Wir haben auch viele, viele Geschichten darüber, wie hochgerüstete Einheiten bereitstanden und immer wieder besonnene Menschen eingegriffen haben, irgendwelche Unterführer, irgendwelche Offiziere, Unteroffiziere, die sagten, nein, lassen wir jetzt bleiben, wir lassen jetzt das scharfe Magazin zu Hause und kochen das alles etwas runter. Das heißt, oftmals in der Geschichte, es gab viele, viele Ereignisse, in denen uns tatsächlich nur die Vernunft einzelner handelnder Menschen gerettet hat, weil ansonsten eine Verkettung technischer Umstände in die Katastrophe geführt hätte. Diese Sorge teile ich sehr wohl. Und wenn man das beides addiert, also diese höhere Fehlerwahrscheinlichkeit plus die Tatsache, dass das wirklich vor unserer Haustür passiert, dann sind wir bei deiner Schlagzeile, lieber Kevan. Dann sage ich nämlich auch, schick die Scharfmacher an, die frontiert. Dann sind wir bei deiner... Ja, damit sind wir bei der nächsten Schlagzeile. Also wir sind jetzt mit dem von Dieter Dehm fertig und dem kann ich nur absolut zustimmen. Die Bundesregierung macht Deutschland gerade zum Kriegsziel. Diese immer weitere Aufrüstung erhöht die Gefahr eines Atomkrieges und das Einzige, was wir da tun können, um diesen Wahnsinn zu beenden, ist endlich aus der NATO auszutreten. Also wir können vielleicht jetzt hier von Deutschland aus keine atomwaffenfreie Welt erreichen, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass alle Atomwaffen, dass alle ausländischen Truppen aus Deutschland abziehen. Das ist das, was wir aus deutscher Perspektive für den internationalen Frieden tun können. Und dann eine vernünftige Friedensordnung mit Russland für Osteuropa verhandeln, wieder eine Annäherung an Russland schaffen. Aber das, wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen. Ihr merkt, ich kann hier gar nicht viel zu sagen, weil ich dem komplett zustimme. Und ja, bisher... Mal gucken, wie die anderen zwei Schlagzeilen werden. Ist das hier ein heißer Favorit für die Schlagzeile der Woche? Also, ja, traurig eigentlich, dass dem so ist. Kriegshetzer an die Front. Das ist unsere nächste Schlagzeile. Schauen wir uns mal an, was, das ist erstmal eine Schlagzeile, die ich auch absolut unterstützen würde. Also, meine Reaktion heute ist nicht sonderlich kontrovers, aber wie gesagt, schauen wir mal, was für Argumente hier vorgebracht werden. Einer Schlagzeile, lieber Kevan, dann sage ich nämlich auch, schick die Scharfmacher an die Front, denn das ist das Effektivste, was dagegen hilft. Ich verstehe dich so, aber bitteschön, Kevan.
Ja, das geht natürlich nahtlos in das über, was Dieter gerade gesagt hat. Deswegen mache ich da auch eigentlich gleich weiter. Diejenigen, die dann immer sagen, ja, die den Zünder quasi liefern, die haben ja überhaupt keine Ahnung von den Folgen. Die sind auch nicht an der Front. Ich möchte an dir mal Herrn Gauck, der ja in den letzten Jahren als Super-Gauck total schon unangenehm aufgefallen ist bei der Münchner Unsicherheitskonferenz, hat dieser Mann ja von sich gegeben, als Deutsche sich immer noch geweigert haben, wieder zu kämpfen, und zwar auf fremdem Boden. Das haben wir schon andere getan, als SS verkleidet. Da hat er doch tatsächlich gesagt, man dürfe sich hinter seiner Geschichte nicht verstecken. Also bisher hat man gesagt, das wollen wir nicht. Dann ist das auf einmal Feigheit. Feigheit ist eben nicht, in Russland einzumarschieren. Feigheit ist eben nicht, mitzuprovozieren. Feigheit ist eben zu sagen, ich will nicht deeskalieren. Also dann ist das, was Willy Brandt gemacht hat, das ist eigentlich wegducken. Das geht eben nicht. Das sagt dieser Mann. Und er hat jetzt den Herrn Scholz ermahnt, der es wahrscheinlich schon vergessen hat, als es phonetisch angekommen ist. Das geht ja noch schneller als der Schall. Er möchte eigentlich, dass Deutschland diese Taurus-Mars-Flugkörper in die Ukraine liefert, damit was? So. Und das ist etwas, wo ich mir denke, das sind Leute, und auch noch als Pfaffe, ja, also der würde die Bombe wahrscheinlich auch noch segnen, ja, ist so ein bisschen hier, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Das ist jemand, wo ich nur denke, als nächstes wird der ja fordern, ja, es gibt ja auch alles, kommt, das ist ja alles von Thinktanks ausgedacht, ist ja nicht seine Idee, ja. Wir brauchen, wenn das auch nichts hilft, brauchen wir am Ende ja Boots on the ground, da könnte man nicht zurückstehen. Ich kann es schon, da müssen deutsche Soldaten, müssen dann an der Front kämpfen und zeigen, dass sie eben verstanden haben, dass man viel früher gegen den neuen Adolf Hitler, das ist dann immer der Gegner, kämpfen muss. Das wird auch noch kommen. Und der entscheidende Punkt ist, dass diese, sage ich mal, Champagner-Soldaten so ähnlich sind wie damals der amerikanische Präsident W. Bush, der sich auf dem Flugzeugträger in Uniform zeigt, aber nie irgendwas gemacht hat damit. Also Mission accomplished. Ja, das sind alles Dummlaberer, und dem durch einfach nur eins sagen, weißt du, ich gönne dir auch deiner hier innere Frau Faeser, ja, und Frau von der Leyen, wie sie alle heißen, einfach mal so eine Dreiviertelstunde Front, und zwar Artilleriebeschuss. Dann bist du kuriert. Einfach mal machen und dann mal gucken, ob wir dich ab, damit du einfach mal weißt, worüber du eigentlich sprichst. Du hast davon überhaupt keine, und dann vielleicht doch, wenn du das nicht aushältst, dann noch so eine Knarre mit Bajonett und dann einfach den Gegner erstechen. Mach doch mal. Erstich doch einfach mal Jugendliche. Das sind ja auch Menschen, die da geschickt werden, die das nicht wollen. Mach das doch einfach mal. Du wirst da nicht Herrn Putin treffen, du triffst dann Soldaten, ukrainische Soldaten, Söldner. Töte doch mal mit. Für den Frieden, mach das doch mal. Dass du das mal verstehst, das muss mal passieren, und dass man dann eben sagt, da muss schnell amputiert werden oder jemand ohne Gesicht kommt dir entgegen oder ein Freund in Einzelteilen. Mach das doch einfach mal, Herr Gauck. Du bist, ich sag das Wort, einfach nur ein dämlicher Wichser, wenn du so etwas forderst. Warum? Und dann auch noch im Namen Gottes, das muss man sich mal reinziehen. Da steht doch oben drüber, du sollst nicht töten. Was bist denn du eigentlich für ein Lötkolben, dass du so eine Scheiße erzählst? Weil der Punkt ist nämlich, du predigst da, dass man den Frieden nur erreichen kann, wenn man die Kinder von der anderen Seite tötet. Das sind ja arme Schweine, die da verheizt werden. Und wir alle wissen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Am Ende werden wir aufgeben, alle, wenn kein Material, kein menschliches Material mal ist. Was soll also die Eskalation? Und da habe ich neulich auch schon in einem Video gefragt, Super Gauck, arbeitest du eigentlich direkt für die Rüstungsindustrie oder nur indirekt? Oder haben die irgendwelche Akten aus der DDR von dir, wo sie sagen, ne? Habe ich übrigens auch gelesen. Aber egal. Was bist du für ein Typ? Und das ist etwas, das mich so dermaßen ankommt, dass honore alte Männer dann plötzlich an die Moral und Heldentum appellieren und sagen, man könne nicht zurückstehen. Jetzt müsste man wieder genau das machen, wofür wir uns die letzten 80 Jahre bei NTV haben sagen lassen, das hätten wir nie machen dürfen. Weil genau denselben Scheiß haben unsere Großeltern sich anhören müssen von Kirchen, dass man das machen müsste. Das ist genau dasselbe. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Und was ich so absurd finde, ist eben, dass viele Menschen eins nicht realisiert haben. Ihr Bild vom Gegner ist ein Bild der Propaganda, weil ich habe mich sehr lange mit dem Kalten Krieg beschäftigt und auch mit deren Doktrin. In den Vereinigten Staaten, ja, in dem militärisch-industriellen Komplex sind sehr viele religiöse Fanatiker, die geradezu biblisch das Armageddon eben wollen, und der Gegner, der Russe, ist ein Gottloser, was auch immer. Jetzt ist der aber gar nicht mehr gottlos, ist der total christlich, jetzt ist er auch gar nicht mehr kommunistisch. Ich brauche ein Feindbild, und ich möchte nochmal daran erinnern, eine Doktrin, die bis 77 galt, nämlich Operation Dropshots. Da war tatsächlich geplant, dass man 300 Atombomben, und zwar einfach über Nacht auf Russland schmeißt und dann noch 29.000 konventionelle Ziele angreift, und alles, was man hat, soll auf Russland, und der Rest, den man noch hat, soll nach China geschickt werden. Die hatten damit zwar gar nichts zu tun, aber Begründung, es darf keinen lachenden Dritten geben. Und diese Doktrin ist tief verinnerlicht. Die ist im militärisch-industriellen Komplex. Und natürlich gibt es Leute, die strategisch denken, sagen, das wollen wir nicht. Aber dahinter sitzen Menschen, die irgendwelche biblischen Wahnvorstellungen haben. Und es gibt, das haben wir ja vorhin schon besprochen, es gibt eben diesen Automatismus, weil da wird ja auch KI mit eingebaut, dass sich das verselbstständigt. Und man muss doch mal sagen, wenn eine Rakete in 10 Minuten in Moskau ist und jetzt glaubt der Gegner, es wäre eine losgeflogen, weil ein System das meldet als Fehlermeldung, dann hast du jetzt genau noch 10 Minuten und Putin ist gerade auf dem Klo. So, was ist denn jetzt da? So, dann kommt es eine Minute zu spät an. Und was ist, wenn sich später herausstellen wird, der erste Einschlag, das war ein Fehler, aber es haben sich dann
alle Raketen bereits 6 Minuten später aus den Silos erhoben, weil, damit sie noch starten können. Es war eben ein Fehler. Das ist etwas, was mit eingeplant wird. Und diejenigen, die über unser Leben entscheiden, sagen, na, das wird bestimmt nicht passieren. Also es wird keine Fehler geben. So wie es ja auch keine Super-GAU in Atomkraftwerken gibt. Das ist alles total sicher. Fukushima und Salt, das gibt's alles nicht. Was mich bei der Sache so aufregt, ist, dass die Menschen nicht verstanden haben, wie sehr wir mit dem Leben von uns allen spielen. Und wenn wir über Modernisierung von solchen Waffen reden, ihnen mal klar wird, dass für jeden Menschen auf diesem Planeten an Sprengstoff gesehen 4 Tonnen existieren. 4 Tonnen pro Person. Und das wird modernisiert. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Art von Nachbarschaft, von politischer Nachbarschaft. Ich glaube, wir müssen den ganzen Scheiß wegmachen. Und es gibt nur eine Firma, die Interesse daran hat. Das sind diejenigen, die vom militärisch-industriellen Komplex leben und sich ihre Prostituierten davon leisten und die verrückt geworden. Aber wir alle zahlen den Preis dafür. Und deswegen sage ich, wenn ich so etwas höre, wer immer diesen Scheiß von sich gibt, dass jetzt die neue Wehrpflicht kommen soll, die ja, glaube ich, Dienstpflicht heißt und für alle zwischen 18 und 25, dann geh. Resilienzpraktikum. Also die DGAP, die hat da vor kurzem ein Papier rausgebracht und es soll ein Pflichtdienst für alle 18- bis 65-Jährigen kommen und den nennt man jetzt nicht mehr Wehrpflicht, sondern Resilienzpraktikum. Also ja, auch weiterer widerlicher Neusprich. Also in diesem Papier stehen noch ganz viele andere schlimme Sachen, wie dass wir in unserem alltäglichen Leben die militärischen Planungen der NATO berücksichtigen sollen, dass wir eine Militarisierung der Gesellschaft brauchen, dass wir eine noch weitere Aufrüstung brauchen und alle zivilen Bereiche letztlich den militärischen Bedürfnissen der NATO angepasst werden. Also die DGAP, die gehört genau zu diesem militärisch-industriellen Komplex, von dem Kevin da gerade spricht. DGAP wurde in Verbindung von Chatham House und dem Council on Foreign Relations gegründet. Also 2 großen amerikanischen Thinktanks. Vor, mein Freund, nimm deine Kinder mit und erst wenn die verbraucht sind, dann können wir miteinander reden. Wir brauchen jetzt mal einen anderen Diskurs, weil ich finde, wir haben viel zu viel Respekt mit den Leuten, die von dem Leben gar keinen Respekt haben. Und wenn sie sagen, Opfer müssen gebracht werden, immer mich meinen, meine Kinder meinen und die etwas aufs Spiel setzen, wo sie nicht einen Hauch der Ahnung davon haben, was es bedeutet. Weil sie haben von Atomkrieg keine Ahnung, man hat ihnen nur erklärt, der wäre gewinnbar. Und sie wissen überhaupt nicht, dass nuklearer Winter nicht einen Winter meint, sondern 20 Jahre. Und das kotzt mich tierisch an, wie die mit dem Leben umgehen. Weil ich habe zum Beispiel Kinder, aber auch wenn ich keine, sag mal, über was redet ihr da eigentlich? Das ist sowas von respektlos, das ist einfach frech, so etwas zu machen. Und wenn wir uns nicht einmischen und nicht für das Leben auf die Straße gehen, weil das ist Bedrohung, ja, Bedrohung nach dem Ausbruch, dann haben wir es nicht verdient. Und das kotzt mich ehrlich gesagt an. Und ich finde, wenn man auch sieht, was da an Geld ausgegeben wird, dass das meiste Geld, was wir an Steuern erwirtschaften, in eine Maschinerie gesteckt wird, die uns umbringen kann. Und diese ewige Abschreckung, das kann eine lange Zeit gut gehen, es wird aber eben nicht immer gut gehen. Und wer das eben glaubt, ist schon immer gut gegangen, der ist ein Idiot. Weil es ist eine Frage der Zeit, wann es Bumm macht. Und es wird keine Frau Baerbock und kein Scholz und kein Super-GAUK anrufen und sagen, es tut mir leid, die werden alle nicht mehr da sein, die werden höchstens doch wie Magda Goebbels sich wegvergiftet haben, ja. Wir werden nichts mehr hören. Und man möge sich diesen Film The Day After nochmal angucken, man möge sich bei YouTube nochmal diese Serie Thread angucken, wo einfach mal gesagt, wie das ist und das endet eben nicht einen Monat später. Es geht über Jahre. Und wenn man sagt, na, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, wie mein Kind, damit der Putin endlich weg ist. Das spielt doch dann überhaupt keine Rolle mehr. Das ist doch ein Pyrrhus-Sieg, das ist doch totaler Quatsch. Und deswegen, die Atombomben müssen weg. Und da sind wir bei Oppenheimer, der Film läuft ja auch gerade im Kino, als er gesehen hat, was seine Hybris am Ende gebracht hat, nämlich was mit diesen Waffen passiert, bis jemand eine größere Bombe baut, in diesem Fall Edward Teller, hat er sich selbst davon distanziert. Und das hatten wir auch in Russland. Das war ja, glaube ich, Sacharow. Der war ja dann auch geächtet, weil er gesagt hat, was haben wir da geschaffen? Wie lange wollen wir mal an dieser Scheiße noch festhalten? Und deswegen, die Atomwaffen müssen nicht nur vom deutschen Boden weg. Massenvernichtungswaffen, die das Volk der Gegenseite bedrohen, sind einfach, die gehören verboten. Das ist einfach eine Irre. Ja? Und jemand, der das befürwortet und der unseren Landstrich dahingehend verrät, dass er einfach sagt, ich duck mich weg, der hat an der Regierung nichts zu verloren, weil der schützt unser Volk nicht, sondern er wirft es zum Fraß vor mit dem, es ist immer gut gegangen, es wird auch weiter gut gehen. Aber wenn es eben nicht gut geht, weil irgendein Idiot auf den falschen Knopf drückt oder irgendetwas sich verselbstständigt hat, dann wird es keinen Anruf von Scholz, Gauck und Co. geben. Das muss jedem klar sein. Okay? Wir werden dann in diesem nuklearen Winter allein gelassen werden. Und ich glaube, die größte Wut wieder aufsteigen, das heißt, ich hätte eigentlich auf die Straße gehen sollen, aber ich dachte, das werden die schon nicht machen. Das machen die schon nicht. Das machen die nicht. Also so dumm sind die nicht. Die, die da oben sind, sind so dumm, das kann man doch an der aktuellen Politik kann man das doch ablesen. Und da sehe ich keine Grenzen. Und die Grenze kann erst dann sein, wenn wir auf die Straße gehen. Ich habe jetzt die Faxen echt dicke.
Das geht also die Aussicht, von solchen Leuten wie Ricarda Lang dann verschont zu bleiben, ist ja fast etwas Positives an einem nuklearen Winter. Aber bei allem Galgenhumor, Dieter, wir führen hier wenige Jahre nach dem Kalten Krieg im Prinzip exakt die gleichen Diskussionen wie damals im Kalten Krieg und haben die gleichen Ängste, völlig zu Recht. Aber einen entscheidenden Unterschied sehe ich doch in einer Sache. Und das macht mir tatsächlich etwas Angst. Im Kalten Krieg haben wir zumindest, ich erinnere mich dunkel an meine Jugend, immer noch eine Generation an den Knöpfen gehabt, die einen gewissen Restbezug zum realen Krieg hatten. Das waren Menschen, die selbst beteiligt waren in gewisser Form, zumindest noch aufwuchsen unter denen, die selbst die Kugel noch irgendwo in der Lunge stecken hatten oder ein halbes Bein, weil sie an irgendeiner Mine klebten. Wir haben jetzt die Kindergeneration, wir haben jetzt die Annalena Baerbock-Generation, die im Reihenhaus in Hannover aufgewachsen ist, mit goldenen Löffeln so tief im Hintern, dass sie nicht mehr gehen können. Also ich fürchte, diese Leute sind so weit von der Realität weg, da muss ich Gewans Pessimismus teilen, die sind so weit von der Realität weg, auch nur aus ihrem privaten Familienumfeld, dass sie tatsächlich so entkoppelt und in der Lage sind, diese Knöpfe am Ende noch zu drücken. Also ist das Kalter Krieg 2.0 mit noch bekloppteren Kriegern, Dieter? Ich habe erstmal nichts irgendwie gegen das zu sagen, was Kevan da gesagt hat. Es entspricht exakt meiner Position. Und deswegen, kleinen Moment, und deswegen bin ich eigentlich auch in diesem produktiven Pessimismus. Ich habe nur eben erlebt damals, dass wir lange, lange, lange gekrebst haben, so um die 10.000, 15.000, 50.000 hatte die Kundgebung mit Sarah am Brandenburger Tor im Februar, dann waren es 15.000, 20.000 weniger, leider trotz Gaza-Konflikt. Aber das hatten wir in den 80er, 70er, 80er Jahren auch. Und dann plötzlich kippte das um in einen Massenprotest und ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die jetzt in ihrer Sache unterwegs sind, völlig berechtigt, ob es GDL-Streikende sind, ob es Bauern sind, ob es Spediteure sind, ob es Handwerker sind, ob es Ärzte sind, zusammenfinden in dieser einen Frage. Alles würde besser, wenn wir wieder das preiswerte russische Gas hätten und wenn diese Aufrüstung gestoppt würde. Tja, ich kann euch eventuell mit noch mehr Pessimismus ein kleines bisschen Hoffnung machen, dass das irgendwann passiert. Denn nahtlos daran anschließt, was ich diese Woche meine, nach Scholz wird... Ja, jetzt erstmal zu Kevans Schlagzeile. Die ist jetzt ja ein bisschen polemisch gehalten, fast ist jetzt Kriegshetzer an die Front. Das ist jetzt eine alte Forderung, haben auch im Ersten Weltkrieg schon einige erhoben. Was soll man dazu sagen? Unsere Politiker führen uns hier immer weiter in eine Aufrüstungsspirale, die letztlich in unserer nuklearen Vernichtung enden kann. Und das Einzige, was wir da machen können, ist Austritt aus der NATO, Abzug aller ausländischen Truppen und Atomwaffen aus Deutschland. Das ist das, was wir hier aus Deutschland machen können und dann endlich wieder vernünftige Beziehungen auf Ebene der Europäischen Union mit Russland finden. Das ist das, was wir als Deutschland dazu beitragen können. Und ja, Kriegshetze an die Front ist jetzt eine provokante Forderung, wenn nämlich die Kriegshetzer erstmal abgesetzt sind, da gibt es keine Front mehr, da gibt es keinen Krieg mehr. Also da gibt es keine Front mehr, wo man die hinschicken könnte. Deswegen, wie gesagt, ich würde sagen, ja, die zwei Schlagzeilen gehen ineinander über, wurde hier ja schon gesagt. Aktuell ist Dieter Dehms Schlagzeile wohl die Schlagzeile der Woche. Kommen wir nun zu Paul Brandenburgs Schlagzeile. Regierungsrücktritt. Also wir haben ja eben sehr viel über die aktuelle Kriegstreiberei des militärisch-industriellen Komplexes für Politiker, Thinktanks und so weiter geredet. Und jetzt kommt Paul Brandenburg ja mit einem vielleicht weniger bedrückenden Thema. Hoffen wir es mal. Also denn meine Laune ist jetzt ehrlich gesagt nach einer halben Stunde Nachschlag schlechter als vorher. Aber das liegt, wie gesagt, an der sehr düsteren Themenwahl, die eben, ja, traurigerweise einen großen Bezug zur Realität hat. Wird es schlimmer werden, davon bin ich überzeugt. Denn dass Olaf Scholz derzeit erledigt ist, glaube ich, begreift der Mann inzwischen vermutlich sogar selbst. Aktuell legen die Bauernproteste seine völlige Impotenz als Kanzler offen. Scholz versucht im Angesicht eigentlich der völligen Auflösung seiner Autorität ja derzeit nicht mal mehr, sie irgendwie noch zu schützen oder irgendwie aufrechtzuerhalten. Wenn auf dem Schiff Meuterei auch nur ausgesprochen wird, dann tritt der Captain üblicherweise vor die Mannschaft und bekräftigt seine Virilität. Der Captain aber ist abwesend. Olaf Scholz ist gar nicht da und stattdessen schickt er dann Robert Habeck vor, seinen Vizekanzler, der mit obskurer Videobotschaft oder sagen wir eher unterhaltsamer Videobotschaft wirklich an die aktuelle Kamera der DDR erinnert. Was Habeck da zusammenstammelt im Angesicht der Bauernproteste, das haben findige Leute im Netz zusammengeschnitten mit der aktuellen Kamera und deren Protesten damals. Es ist bis auf den Satz, auf den Wortlaut das Gleiche. Da wird irgendwelchen konterrevolutionären Elementen abgesprochen, für Frieden und Gerechtigkeit und die Menschheit zu sein. In dem Fall ist es die Demokratie anstelle der Revolution. Habeck hat ja tatsächlich versucht, die Bauernproteste in die Nähe von Putin zu rücken.
Und da haben die Nachdenkseiten auf der Bundespressekonferenz mal nachgefragt, was für Belege gibt es denn dafür? Und von der Bundesregierung, also von dem Bundespressesprecher, die Antwort war, ja, Habecks Äußerungen, die stehen für sich. Also selbst die eigenen Pressesprecher sind nicht mehr bereit, den Unsinn, den der Minister da verbreitet, zu rechtfertigen irgendwie. Des Sozialismus, aber ansonsten ist es vollständig gleich. Es werden vermeintlich beliebige Passanten aufgegriffen, die dazu interviewt werden. Die distanzieren sich in aller Form und sagen, das sind ja Rechtsnazis, die da protestieren. Das Entscheidende dabei ist, Scholz ist abwesend, er schickt andere. Scholz ist in Deckung und seine Ampelseilschaft ist im freien Fall. Das merken die, aber ich glaube eben nicht, dass es Grund zum Jubeln ist. Ich glaube nicht, dass es Grund ist, sich zu freuen, dass diese Schwäche von Merkel gerade so herantritt. Warum? Weil die Frage ist, was passiert, nachdem der Merkel verendet ist und vor allem, was oder wer folgt ihm nach? Wo auch immer Scholz in den letzten Tagen auf echte Menschen trifft, wenn er mal vor die Tür geht, da wird er beleidigt, da wird er ausgepfiffen, da ruft man ihm hinterher, er solle doch verschwinden. Ihm schlägt der blanke Hass, die blanke Verachtung auf der Straße entgegen und gleiches gilt für den Rotfaschisten Bodo Ramelow in Thüringen. Ich empfehle jedem, der das noch nicht gesehen hat, sich dieses Video anzugucken, wie Ramelow vor die Bauern tritt. Es ist unfassbar. Im Schneegestöber steht er da auf irgendeiner klapprigen Bühne, wird ausgebuht und ausgepfiffen und hinterher erklärt er, das waren alles Reichsbürger. Das muss man erstmal schaffen. Den Realitätsverlust muss man in Zukunft in Ramelow messen und ein Ramelow ist nur von einer einzigen Person noch zu erreichen. Ramelow bringt das Elend der Linkspartei ziemlich gut auf, ziemlich gut auf den Punkt. Okay. Wenn das wirklich so ausgesehen haben sollte, wie Paul Brandenburg hier beschreibt, dann hat das schon so leichte Ceausescu-Vibes. Also vielleicht reagieren wir auf die Rede auch noch. Passiert ihm, es passiert einem Cem Özdemir, der irgendwo in Baden-Württemberg in seinem Wahlkreis jetzt auftritt vor den Bauern, dort ausgepfiffen wird, ausgebuht wird und was erklärt Herr Özdemir hinterher? Naja, er hätte ein Ö im Namen, das würde die Bauern herausfordern, weil er sehr türkischstämmig und außerdem Grüner und Vegetarier, Subtext, das sind alles Faschisten. Wir erleben die völlige Entkopplung dieses Ampelregimes von der Realität und die völlige Verdrängung. Aber der Punkt ist, ihnen ist natürlich vollkommen egal, wie sehr sie gehasst werden. Kreaturen wie Olaf Scholz besitzen so etwas nicht wie Schamgefühl oder so ein Gefühl persönlicher Würde. Menschen wie Olaf Scholz sind Berufskriminelle, die bei völliger Offenkundigkeit ihrer Amoral in keiner Art und Weise einen Gewissensdruck verspüren oder irgendetwas Negatives. Sie haben kein Selbstbild, was angegriffen sein könnte. Sie schämen sich nicht dafür. Scholz ist Beteiligter des größten Steuerraubs unserer Geschichte und er deckt bis heute einen offenen, kriegerischen Angriff unserer angeblichen Freunde gegen unsere nackte Existenz, gegen unsere Versorgungssicherheit, gegen unsere Heizung und gegen unsere Energie. Es geht um die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines, die Paul Brandenburg hier gerade anspricht. Scholz würde, so ein Mensch, würde niemals freiwillig aufgeben oder zurücktreten. Kennt er nicht. Aber das Entscheidende ist, dass selbst Funktionäre wie die SPD-Parteichefin Saskia Honecker, die ich übrigens letzte Woche fälschlicherweise Margot Esken nannte und mehrere Kollegen auch von Radio Marabu sich daraufhin beschwerten, selbstverständlich ist Saskia Honecker nicht Margot Esken. Jedenfalls solche Funktionäre, die wissen ganz genau, warum es für sie entscheidend ist, warum es doch wichtig ist. Und das ist nicht in erster Linie das, was beim Volk da draußen ankommt. Es schlägt leider auch, oder es schließt an das, was die Kollegen gerade sagten. Scholz ist ein vergleichsweise milder Kriegstreiber. Und es kommt nicht von ungefähr, dass ein Boris Pistorius von den Springer- und Staatsmedien plötzlich gehandelt wird als angebliche Lieblingsvorstellung der Deutschen. Wir lasen in letzter Zeit, 2/3 der Deutschen wollen Boris Pistorius als Kanzler. Ich bleibe dabei. Ich möchte gerne diese 2/3 sprechen. Und ich befürchte oder ich glaube, sie befinden sich irgendwo in der SPD-Kantine und sind 2 von 3 Leuten. Der eine davon ist dann Scholz selbst, der Einzige, der sagt, Pistorius nicht als Kanzler haben möchte. Wer will diesen geisteskranken Kriegstreiber denn als Kanzler haben? Sicherlich niemand. Und sicherlich möchte auch niemand seine Kinder wieder in irgendeine Wehrpflicht stecken, damit sie in 5 Jahren gegen Russland kämpfen können. Meine Herren und Herren, es kann kein Zufall sein, dass dieser Mensch mit dieser Agenda, die aus der Feder irgendeiner Werbeagentur stammt, mit der Reihenfolge und dem Crescendo, zuerst den Russen in 5 Jahren an der Front zu sehen, die Wehrpflicht dann zu fordern, von Atomraketen zu fabulieren und jetzt plötzlich soll er auch noch Kanzler werden. Ich bin der festen Überzeugung, während wir hier reden, sind die Unterführer dabei, schon ihren Scholz zu massakrieren. Wahrscheinlich hat er selbst die Botschaft gerade bekommen, dass er zurücktreten wird, denn es ist selbstverständlich in dieser Situation für eine Ampel auch das Allerbeste, was passieren kann. Alle anderen Varianten, die in irgendeiner Weise Wahlen beinhalten würden, sind ein Risiko für die Mandatsmaden. Es könnte ja irgendeiner der Hinterbänkler seinen Posten verlieren. Das will er nicht. Wahlen sind das Letzte, was sie wollen. Zwar geben sie immer mehr dieses Schauspiel auf, tun nicht mal mehr so, als ob die Wahlen was ändern würden, aber sie bedeuten Aufwand und ein Risiko für die, die an den Futtertrögen sitzen. Das Einfachste wäre die Rochade. Die einfachste Rochade wäre die, mit
dass Wahlen etwas ändern. Also wir haben ja in den letzten 40 Jahren gesehen, dass Wahlen relativ wenig an der realen Politik ändern. Aber ich glaube, das könnte sich in den nächsten Jahren tatsächlich ändern. Wenn die Wagenknecht-Partei und die AfD stärker werden oder auf der Linken irgendwas anderes hochkommt und die Altparteien immer kleiner werden, könnte es tatsächlich sein, dass die Wähler mal eine Richtungsentscheidung treffen müssen. Also dass die Politik sich wirklich real ändert. Also wir sehen ja, wie das in kleinen Ländern wie wie der Slowakei mit Fico, also der hat, das ist so ein Sozialdemokrat, der ist dann die Macht gewählt worden, der hat die Waffenlieferung an die Ukraine eingestellt. Also es geht tatsächlich, dass man jemanden an die Macht wählt und der dann eine andere Politik macht. Und das könnten wir tatsächlich auch in den nächsten Jahren in großen europäischen Ländern sehen. In Deutschland und vor allem in Frankreich. In Frankreich haben wir das noch viel mehr, dass sich die Politik dann einen linken und einen rechten Block spaltet. Also ich meine, der neoliberale Block unter Führung von Emmanuel Macron, der ist ja spätestens durch seine Rentenreform erledigt. Also bei der nächsten Wahl, da wird Frankreich beispielsweise so eine Richtungsentscheidung zu fällen haben und man kann nur hoffen, dass sich das in Deutschland ähnlich entwickelt. Pistorius, das könnte man rechtlich relativ leicht konstruieren. Und was haben wir dann? Dann haben wir ein Problem. Weil dann ein Mann Kanzler ist, zusammen mit einer terroristischen Innenministerin, der wirklich keine roten Linien mehr kennt. Zasso, du schreibst gerade, wir müssten erstmal Souveränität wiedererlangen. Ja, Souveränität, die erlangt man nicht einfach so, die muss man sich nehmen. Man braucht eine Regierung, man braucht eine Regierung, die sagt, wir handeln jetzt entsprechend. Und wenn dann der Hegemon sagt, wir verhindern das jetzt irgendwie, durch welche Druckmechanismen auch immer, durch militärische, wirtschaftliche oder politische, und es dann verhindern kann, okay, dann sieht man, dass man keine Souveränität hat. Aber man bekommt nicht irgendein Souveränitätszertifikat verliehen, sondern man muss eine Politik machen, die souverän ist. Und wenn das dann Erfolg hat, dann sieht man, dass man offensichtlich Souveränität hat. Wenn nicht, dann sieht man es auch. Also man muss erstmal ausprobieren, souveräne Politik zu machen. Sowas versucht die Bundesregierung ja überhaupt nicht. Faselt nicht nur davon, sondern der ist glatt willens und in der Lage, diesen Krieg eskalieren zu lassen. Es wäre kein Gewinn, wenn wir Pistorius auf Scholz folgen lassen. Eine andere Variante wäre natürlich, Merz reinzubringen, die Grünen abzusägen und eine Merz-Scholz-Verbindung herzustellen. Denkbar. Und dafür spricht sicherlich auch, dass offenkundig die Grünen vorgeschoben werden, um den Blame abzufangen, wenn Herr Habeck sich dort entschuldigt oder Herr Özdemir. Aber trotzdem glaube ich am ehesten an Pistorius. Danach wird dann jede Form von Terror natürlich verschärft werden. Denn was tut jemand, der seinen Autoritätsverlust beobachtet, aufgrund von Gewalt? Er wird natürlich noch mehr Gewalt ansetzen, noch mehr auf seine Autorität pochen. Denn wer rumbrüllt und nicht ernst genommen wird, der sieht nicht ein, dass er aufhören muss zu brüllen, sondern wird natürlich so lange rumbrüllen, bis sich der Letzte abgewendet hat und weggegangen ist. Ich fürchte also, es wird schlimmer. Und das bringt uns zu dem entscheidenden Augenblick oder den entscheidenden Dingen, die jetzt gerade auf der Straße vorgehen. Und das sind die Bauernproteste, die tatsächlich der Lichtblick daran sind. Wenn wir uns angucken, worum es den Bauern geht, und was da in Zukunft kommen kann, dann sehe ich darin eine Hoffnung. Denn diesen Bauern geht es nicht um Dieselsubventionen. Diesen Bauern geht es nicht darum, dass sie 50, 60 oder 80.000 Euro weniger im Jahr verdienen. Weil. Doch. Also darum geht es erstmal. Wenn die Bundesregierung ihre Kürzungspläne zurücknimmt, dann könnte es sein, dass die Bauernproteste wieder abebben. Also wir haben das ja bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich gesehen. Es gab einen harten Kern, der dann weiter demonstrieren wollte, nachdem Macron einen Teil seiner Kürzungen zurückgenommen hatte, beziehungsweise auf die Gelbwesten einen Schritt zugegangen war. Also es waren alles nur Formelkompromisse. Groß was an der französischen Politik geändert hat, das nicht. Aber dann haben die Gelbwesten-Proteste sich aufgelöst. Und genau das muss man jetzt tatsächlich auch bei den Bauernprotesten befürchten. Und die Kritik ist richtig und geht trotzdem fehl, weil selbstverständlich sind diese Bauern Großverdiener im Vergleich. Es sind gut verdienende Mittelständler. Es sind Unternehmer, die Fuhrparks stehen haben von mehreren Millionen Euro. Nicht alle. Also beziehungsweise im Großteil nicht. Es ist ja auch bei den Bauern so, dass ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Es gibt, ich glaube, mehr als die Hälfte, also rund die Hälfte der Bauern hat ein Einkommen von weniger als 2.000 Euro netto im Monat. Also das ist jetzt keine Großverdiener. Also da gibt's eine Spitze, die verdient relativ gut. Das sind wirklich so mittelständische Unternehmer, wie Paul Brandenburg sie hier beschreibt, aber es sind nicht alle. Beziehungsweise der Großteil ist das nicht mal. Oh, die natürlich enorme Summen bewegen. Die gehen jetzt nicht auf die Straße, weil sie irgendwie eine Romantik treibt, weil sie uns gern weiter Äpfel verkaufen möchten.
und weil sie eine biologische Vorstellung davon haben, wie unser Essen sein soll. Das sind alles Nebeneffekte und sie haben völlig recht, wenn sie sagen, ohne uns esst ihr nur noch das, was aus den Fabriken kommt. Völlig richtig. Diese Bauern, diese Unternehmer, die jetzt protestieren, sind die, die am engsten an der Klippe stehen, an der Klippe dieses neofaschistischen Abgrundes, auf das uns das Regime zutreibt. Diese Bauern merken nämlich, dass sie momentan durch unseren Landwirtschaftsvernichtungsminister in die Abhängigkeit getrieben werden sollen. Folge der Landwirtschaftspolitik, die wir gerade haben, ist ganz automatisch ein Konkurs dieser freien Betriebe, dieser Bauernhöfe und eine Zukunft der Bauern in irgendeiner Anstellung eines Großunternehmens, höchstwahrscheinlich wieder amerikanischer Eigentümerschaft am Ende, ob das nun BlackRock gehört oder irgendwem anders. Das sehen diese Bauern. Und bei den Summen, die sie bewegen, bei den Kosten, die sie haben, wenn sie sich einen solchen Traktor anschaffen müssen oder andere Investitionen. Also das mag für viele Menschen in Westdeutschland vielleicht seltsam wirken, aber es gibt vor allem in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, große Flächen, die tatsächlich von großen Konzernen besessen werden und die dann an kleine Bauern verpachtet werden oder ja, wo große landwirtschaftliche Flächen, wie gesagt, Großunternehmen gehören, wo das Land nicht mehr in der Hand von den Familien ist, die in den Orten wohnen, beziehungsweise in der Hand von Bauern und die sich dann ein bisschen was dazu pachten, wie das in Westdeutschland noch größtenteils der Fall ist. Das ist durch Kohls Privatisierung der ganzen Ostbetriebe gekommen, der riesige landwirtschaftliche Flächen auf einmal an einzelne Unternehmer verkauft hat. Investitionen tätigen. Das sind riesige Summen, die kleinen Einzelunternehmern wie Herrn Dehm oder mir hier im Vergleich, weil Herr Dehm mit seinen Schallplatten vielleicht noch eine andere Liga ist, aber das sind Summen, die Leute wie du und ich nicht unbedingt kennen und bewegen. Das sind Summen, die dazu führen, dass du sehr schnell mit deinem Unternehmen an der Wand und dann auch hinüber bist und deinen Hof verkaufen darfst. Das im Kern unterstelle ich den Bauern, das ist auch ein vollkommen berechtigter Kritikpunkt. Das ist das, was sie treibt und was ihnen Angst macht. Sie sehen, dass dieser Agrardiesel einfach nur der letzte Tropfen in dieses Güllefass ist, das es zum Überlaufen bringt. Deswegen, wir haben es auch erlebt, ist ja auch eine Rücknahme, eine Relativierung dieser Dieselsubvention nichts, was diese Proteste entkräftet. Diese Bauern sind auf der Straße, völlig zu Recht, weil sie sehen, dass ihre nackte Existenz, dass ihre Zukunft als freie Unternehmer, als Bauerfamilie auf ihrem eigenen Hof von dieser Regierung vernichtet werden sollen. Das wollen sie nicht. Sie sehen auch, dass die Folge für uns ist, für uns alle, die wir davon leben, denn die produzieren unser Essen. Die Folge ist, dass wir in Zukunft unser Essen, unsere Nahrung von Großkonzernen bekommen, die nichts mit der heimischen Landwirtschaft zu tun haben. Deswegen, und das glaube ich und da habe ich Hoffnung, werden diese Proteste eben auch nicht enden, falls die Regierung ihre ganze Dieselvorhabensnummer komplett zurückdrehen sollte. Nein, das reicht nicht. Es wird nicht reichen. Denn die Bauern haben erkannt, was wir hier auch schon lange sagen. Es hat nichts allein mit dieser Ampel zu tun. Wenn die Ampel weg ist, folgt das nächste Terrorregime dieser Parteienkorruption, dieser internationalen Korruption, die nichts anderes möchte, als Abhängigkeiten herzustellen, die Unabhängigkeit der Menschen zu beseitigen, die Selbstversorger und nichts anderes sind Bauern, zu brechen in ihrer Macht. Denn wenn man es realistisch sieht, ist ein Bauer ein kleiner König. Anders als wir Städte, als wir Angestellten, sitzt er auf seinem Hof, kann sich in großen Teilen selbst verwalten. Natürlich, Dieter, du winkst schon ab, gibt es auch alle möglichen Abstufungen davon und alle möglichen Kleinbauern, die in anderen abhängig sind, aber sie sind eine autarke Zelle, ein Bereich, in den der Staat eben nicht so einfach reingreifen kann und den gilt es zu brechen. Deswegen sage ich ganz klar, wer da jetzt fragt, wo waren die Bauern zu Corona? Wie stehen sie zu dem und dem? Und sind sie nicht Subventionsgenießer? Der stellt aus meiner Sicht die falschen Fragen. Es gilt mit diesen Bauern. Das machen ja viele aus dem libertären Lager. Es gibt ja so Leute, die auch der neuen Werteunion-Partei da wohlwollend gegenüberstehen, wie Markus Krall, die komplette Streichung von Subventionen beziehungsweise den Entzug des Wahlrechts von Leuten, die Subventionen empfangen, fordern. Und solche Leute werden ja teils auch noch im weitesten Sinne zu diesem alternativen Medienumfeld gezählt. Also es gibt tatsächlich Leute, die in der jetzigen Situation solche absurden Sachen sagen. Aber nochmal zu den Bauern. Wir sehen seit 200 Jahren eigentlich ein Verschwinden der Landwirtschaft. Also, dass die Bedeutung der Landwirtschaft nach und nach abnimmt, dass der Anteil der Beschäftigten, die dort arbeiten, nach und nach abnimmt, dass es ein Höfesterben gibt. Also, das Höfesterben, das ist eine Realität, die hatten wir die letzten Jahrzehnte immer und nie hat das zu einem großen Bauernaufstand geführt. Also, wie gesagt, ich finde die Proteste gut. Ich finde es komplett irre, dass die Ampel da gerade Steuern erhöht, um nicht falsch verstanden zu werden. Aber jetzt die ganze Hoffnung in diese Proteste zu setzen, also, ich glaube, Paul Brandenburg ist hier leider etwas überoptimistisch, denn ja, die Gelbwesten-Proteste in Frankreich haben es gezeigt, ein paar Formelkompromisse von der Regierung und die Proteste, die enden dann relativ schnell wieder. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass dem so ist. Ich hoffe, dass die Proteste weitergehen. Ich hoffe, dass die Ampel darüber stürzt, aber das ist, wie gesagt, nur eine Hoffnung und ich halte es nicht für sonderlich wahrscheinlich.
Bauern Solidarität zu zeigen, weil sie in jeder Hinsicht unser aller Angelegenheiten verteidigen und vertreten. Sie sind diejenigen, die unser Essen liefern und die für unsere Unabhängigkeit sorgen. Sie sind diejenigen, die unsere Unabhängigkeit einem übergriffigen Staat gegenüber da vertreten und verteidigen. Deswegen bin ich tatsächlich für vollständige Solidarität mit diesen Bauernprotesten. Und ich meine, diese Bauern machen praktisch alles richtig. Sie konzentrieren sich nämlich auf das Wesentliche. Sie lassen sich weder ablenken, noch irgendwie instrumentalisieren oder framen. Sie lachen darüber, wenn ihnen gesagt wird, na, ihr seid doch hier rechts-rechts-Nazi. Dann stehen sie lachend vor der Kamera auch des öffentlichen Staatsfunks und sagen, ja klar, wir sind Nazi-Bauern auf jeden Fall. Müssen wir ja sein. Sie lassen es an sich abprallen. Sie lassen sich vor allem auch nicht ablenken durch irgendwelche Randthemen. Eine Sache, die wir bei den früheren Protesten dieser Corona-Maßnahmen-Kritiker erlebt haben, wenn wir uns in Nebenschauplätzen verlieren und darüber diskutieren, existieren Viren in welcher Form auch immer. Darum geht es überall nicht. Es geht im Kern um das, was die Bauern dort sagen. Um das Recht, ihr Leben so weiterzuführen und ihre Wirtschaft so weiterzuführen, wie sie das gewohnt sind, wie sie das als freie Menschen machen möchten. Ich finde diese Bauernproteste großartig. Ich finde sie unglaublich klar. Ich finde sie unglaublich intelligent und gut organisiert. Ich wünsche den Bauern, dass sie alle Energie und alle Kraft der Welt haben, das so durchzuführen. Und ich hoffe vor allem, dass immer mehr Menschen, Selbstständige vor allem voran, die Einzelhandwerker, die Einzelunternehmer, sich anschließen und sagen, sie haben völlig Recht, da machen wir mit. Und jeder andere, der das nicht kann oder möchte, zumindest als Autofahrer im Vorbeifahren, hupt, grüßt, den Bauern vielleicht mal ein warmes Getränk bringt, aussteigt und in die Hand schüttelt, denn sie fechten dort unseren Kampf und sie sind unsere realistische Chance momentan, nicht nur dieses Ampelregime zu beseitigen, sondern auch die Parteienkorruption, die dahinter steht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, lieber Dieter, welche Rüge ich mir von dir schon wieder eingefangen habe für meine Ausführungen über die Bauern. Ich lasse mich jetzt freudig von dir belehren. Da bin ich jetzt auch gespannt. Wie gesagt, ich unterstütze die Bauernproteste absolut. Finde es richtig, dass sie demonstrieren gehen. Es ist also egal, für wen man die Steuern erhöht fast. In der Rezession ist es sowieso immer irre, Steuern zu erhöhen. Das ist ein bewusster Zerstörungskurs gegenüber der eigenen Volkswirtschaft. Und dann ist man die Steuern dann auch noch in einem Bereich erhöht, nämlich bei den Bauern, vor allem im ländlichen Raum arbeiten, wo wir ja ein enormes Ausbluten des ländlichen Raums in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Das ist noch mal irre. Also wie gesagt, Bauernproteste, die werden von mir absolut unterstützt. Aber Paul Brandenburg ist hier, glaube ich, etwas zu optimistisch. Mal schauen, was Dieter Dehm da jetzt sozusagen hat. Naja, ich bin mit dem Wort Faschismus halt ein bisschen weniger wahllos. Aber das ist deine Wortwahl. Wichtig ist für mich, dass wir erstmal erkennen, dass es. Ich glaube, ich habe zu häufig auf Nachschlag oder nacktes Niveau hier reagiert oder mir das zu häufig angehört. Mir ist das mit dem Faschismus gar nicht mehr aufgefallen. Hast du völlig richtig gesagt, nach Scholz wird es in der jetzigen Konstellation der Parteienkorruption nicht besser. Das ist ja nicht nur Scholz, ein bisschen kurz kam weg Friedrich Merz, das ist ein direkter Vertreter. Ach so, also Dieter Dehm sagt jetzt was zur Parteienkorruption, absolut. Zu den Bauernprotesten sagt er gar nichts mehr. Also da wird da Paul Brandenburgs Analyse wohl auch zustimmen. Von BlackRock, die Mehrheitsanteile haben, nicht nur bei sogenannten mRNA-Impfstoffen, sondern auch eben bei Rheinmetall und bei den ganzen Rüstungskonzernen. Das ist ein direkter Vertreter. Und wenn der drankommen sollte durch den ganzen Wirrwarr auf leisem Verschiebungswege innerhalb des jetzigen Parlaments oder durch Neuwahlen, dann wird es auf gar keinen Fall besser. Ja. Kann es gar nicht besser werden. Zweiter Punkt, dass wir glaube ich, bei den Millionären auch wissen müssen, dieser Protest muss von der alleinerziehenden Mutter bis zum Millionär gehen. Aber schauen wir genau hin. Ich wohne ja hier in einem Dorf, einem katholischen Dorf, bei dem es eine Reihe Bauern gibt. Davon gibt es drei Großbauern. Wenn die heute ihren sogenannten Fuhrpark, also ihre Traktoren oder ihren Hof verkaufen würden, sinkt der sofort vom buchhalterischen Marktwert auf ein Drittel runter. Im Moment will keiner Traktoren kaufen oder Bauernhöfe kaufen. Da gibt es relativ wenig Interesse. Das heißt, die sind darauf angewiesen, es weiter zu betreiben und dann eben die Mehrheit, nimm dir mal die Milchbauern vor, kriegen einen Preis, wo man sich fragt, warum machen die das eigentlich? Darf ich da einhaken, Dieter? Darf ich da kurz einhaken? Hast du völlig recht. Ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass diese Bauern im Geld schwimmen und sozusagen Luxusprobleme hätten. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Okay. Aber in Relation zu der von dir zitierten alleinerziehenden Mutter. Alles richtig. Ja, das sei Ihnen völlig gesagt. Wie gesagt, die Lage der Bauern, die ist sehr ambivalent. Denn wir sehen ja, wie gesagt, seit Jahrzehnten schon ein massives Höfesterben, was in gewisser Weise auch eine normale Entwicklung in unserem Wirtschaftssystem ist, dass
sich ja, Märkte konzentrieren, dass kleine Unternehmen halt sterben und die verbleibenden Unternehmen immer größer werden. Davon bleibt natürlich auch nicht die Landwirtschaft verschont. Und deswegen die Bauern, die gerade noch so profitabel sind, die ein relativ niedriges Einkommen haben, denen, und von denen es auch noch Zehntausende gibt, denen geht es nicht so gut. Aber es gibt auch Bauern, die denen geht es besser. Und Dieter Dehm hat hier gerade auch erklärt, warum auch die nicht so einfach aufhören können, warum die nicht einfach ihren Hof verkaufen können. Das mag auch stimmen. Es war ein Appell, ganz kurz, es war ein Appell gegen Sozialneid. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Eine Form von Zeigerei auf die Bauern, die jetzt. Ja, ja, ich wollte es nur noch mal etwas differenzieren, dass eben ein Großteil der Bauern eben auch Kleinbauern sind, Milchbauern sind und solche sind, die um ihre Existenz schon bangen. Aber vielleicht, und du hast, die Herausforderung geht natürlich an die alleinerziehende Mutter. Macht sie es mit einem Millionär zusammen? Oder hat man ihr so viel eingeimpft, dass nicht BlackRock und Friedrich Merz und die großen Konzerne der Gegner sind, sondern der nächstreichere? Oder schafft man es, den Protest zu verallgemeinern? Da bin ich beim letzten Punkt, den ich noch gerne an deine Philippika anschließen möchte. Ich möchte in diesen Tagen, wenn die Leute an Bahnhöfen stehen oder wenn die Leute durch Traktoren aufgehalten werden, dass diejenigen, die am Stammtisch immer laut sagen, ja, Deutschland muss ich jetzt erheben, mal sagen, ich muss solidarisch sein, auch wenn es im Moment mir Lebensqualität kostet. Ganz wichtig ist, dass diese deutsche Spießbürgerei ersetzt wird durch die französische Offenheit, wo die Leute das eingeplant haben, abgesehen davon, dass Verspätungen bei der Bahn auch ohne GDL-Streik ständig vorkommen, durch den maroden Zustand der Bahn. Und wir natürlich in diesem Zusammenhang auch deutlich machen müssen, natürlich kommt Beeinträchtigung auf uns zu. Solidarität ohne Beeinträchtigung ist schwer machbar. Und ich hoffe... Deswegen, also regt euch nicht auf, wenn die Züge mal nicht fahren, regt euch nicht auf, wenn ihr morgens mit dem Auto nicht zur Arbeit kommt. Ja, hier wird gegen eine Regierung protestiert, die... Oder bei der Deutschen Bahn ja indirekt gegen die Regierung. Also die Deutsche Bahn ist ja zu 100% ein Staatsunternehmen, die diese katastrophale Situation erst herbeigeführt hat, die sich weigert, die Löhne der Lokführer zu erhöhen, die gerade völlig irre Steuererhöhungen für die Bauern durchgesetzt hat. Also deswegen seid zumindest insoweit solidarisch, dass ihr euch nicht aufregt, wenn ihr euch dadurch eine gewisse Beeinträchtigung morgens, wenn ihr die erfahrt. Dass es endlich bald einen ineinander wachsenden Protest verschiedener Berufsgruppen, verschiedener Gehaltsgruppen, verschiedener Besitz- und Einkommensgruppen gibt, die gemeinsam wissen, wer ihre Gegner sind. Ja, vor allem, Dieter, muss ich doch derjenige, der da jetzt sagt, nein, das ist ein Ungemach, klar machen, welches Ungemach da kommt, wenn er das jetzige nicht nimmt. Seid froh, wenn sie die Autobahnen zumachen. Seid froh, wenn sie Aldi und Lidl-Lager zumachen und ihr jetzt das relativ luxuriöse Problem habt, mal eine Woche nicht ranzukommen. Denn das, was da kommt, rechnet es hoch. Rechnet euch einen Friedrich Merz hoch und rechnet euch all die Nachfolger dieser Parteien Korruption hoch, die genau das betreiben, was wir die ersten zwei Drittel dieser Sendung ja besprochen haben. Also eine kriegstreiberische Politik, die definitiv zu höheren Preisen und mehr Armut führen muss. Es kann nicht anders funktionieren. Wir sehen den Plan der Umverteilung hin zu Großkonzernen durch. Da muss man kein Marxist für sein, um dem zu folgen. Ja, das ist absolut zwingend logisch zu erkennen, dass eine Inkaufnahme dieser ungemachten Geschichten jetzt eine sehr viel günstigere Variante ist im Vergleich zu dem, was andernfalls kommt, Kevan. Übrigens, darf ich noch einen Satz dazu fügen? Wir wollen natürlich, genau, wenn ich Kevan frage, Thema, dann kannst du natürlich einen Satz zufügen. Nur einen ganz kleinen Satz. Wir wollen genau darüber am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Café Sibylle, Karl-Marx-Allee, diskutieren. Genau über diesen komplizierten Punkt, den du angesprochen hast. Da werde ich auch ein paar Lieder singen. Das ist dann im Rahmen dieser großen Demo. Um 14 Uhr Café Sibylle, Karl-Marx-Allee. Ich glaube, das wird spannend auch für unsere Zuschauer, sollten sie in Berlin sein oder wohnen. Gut, das, was ihr beide zu den Bauernprotesten gesagt habt, das kann ich natürlich nur unterstreichen, aber ich möchte mal für alle, die gar keinen Bauern kennen, höchstens beim Schach, denen möchte ich mal sagen, was sind das eigentlich für Menschen, diese Bauern? Die Bauern sind eben nicht welche, die in Grünhochburgen studiert haben, sondern die einfach bodenständig sind. Das kann man genauso sehen. Und in Frankreich haben wir das schon viel länger, weil in Frankreich die Menschen bereit sind, viel mehr Geld für lokale Produkte auszugeben und das Geld nicht in die Alufelge zu stecken. So, also da ist eine ganz andere Tradition. Und wenn Bauern auf die Straße gehen, dann nicht, weil ihnen langweilig ist, die haben das ja alles mit Corona und Covid
mitbekommen. Aber da hast du natürlich recht, Paul, als Könige ist natürlich eine Krise für sie insofern immer ein bisschen mehr abfederbar, weil anders als wir nicht wissen, wenn wir die Bio-Kompanie zumacht, wo wir unser Futter herbekommen, sagen, ja, dann kann ich es nicht mehr verkaufen, aber ich werde hier auf meinem Hof nicht verhungern. Das war ja immer so, auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen, dass die Bauern am Ende mit Lebensmitteln gehandelt haben und das in Gold geholt haben. Auf der anderen Seite, wenn wir von diesen riesigen Maschinenparks reden, das gehört ja letztendlich alles Herrn Raiffeisen. Also es ist ja, die sind ja alle hoch verschuldet und können deswegen auch nicht aussteigen und müssten dann eben abverkaufen. Und du hast vollkommen recht. Es geht natürlich darum, eine Abhängigkeit herzustellen. Das ist aber keine grüne neue Tendenz, sondern das war eigentlich immer schon so. Es war damals auch im Plan der Vereinigten Staaten, dass man in ganzen Ländern nur ein Lebens- oder zwei Lebensmittel anbauen sollte, damit man die gegenseitig erpressen kann. Das ist eine ganz alte Taktik. Und ein Bauer ist ein unabhängiger Mensch und der ist vor allem stur. Das weiß eine Regierung auch. Hat natürlich ein Problem, weil wenn die Bauern erstmal auf der Straße sind, das dauert ja sehr, sehr lange, bis die das mal machen. Bis in der ich glaube, das, was Kevin da gerade erklärt hat, das ist wichtig zu erklären. In unserem, so dazu braucht es nicht mal militärische Gewalt, um das durchzusetzen oder so. Oder man muss die Regierung dazu zwingen, dass sie bestimmte Lebensmittel anbaut. Sondern in unserem System, wenn wir kompletten Freihandel haben, dann konzentriert sich jedes Land auf das, wo es absolute Vorteile hat. Das heißt, wenn sich, also das, was Kevin hier gerade angesprochen hat, das ist besonders gut bei Entwicklungsländern zu sehen, wenn in einem Land das Klima besonders günstig für Bananen ist, aber dieses Land halt noch andere Lebensmittel anbauen müsste, um sich selbst versorgen zu können, dann konzentriert sich dieses Land darauf, Bananen anzubauen für den Export. Also wir sehen ja auch in vielen afrikanischen Ländern, dass sie überhaupt gar nicht mehr ihre eigenen Lebensmittel herstellen können, dass sie ihre Lebensmittel vom Weltmarkt importieren müssen und dann den freien Launen der Finanzmärkte ausgeliefert sind. Wenn Spekulanten den Weizenpreis mal in die Höhe treiben, dann bedeutet das für viele Menschen in diesen Ländern Hunger. Das ist Folge unseres Freihandelssystems und den einzigen Schutz, den vor allem arme Länder dagegen haben, der heißt Protektionismus. Und dieser Protektionismus, der wird durch Handelsverträge, durch Bestimmungen der WTO, durch zig andere Mechanismen, um Druck auszuüben, verhindert. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Kevin hier gerade angesprochen hat. Kraken, bis es hier oben reicht, weil die ihre Höfe versorgen müssen. Die können nicht sagen, ich bin jetzt 4 Wochen mal in Hamburg oder in Berlin, weil die Kühe müssen sich selbst melken. Das hat ja Folgen, das wissen die ja. Ja. So, also wenn die Bauern auf der Straße sind, dann bleiben die da. Und ich möchte nochmal die Grünen daran erinnern, die haben es ja schon vergessen. Ja, das waren auch Bauern damals im Wendland, die gesagt haben, also Atommüll kommt hier nicht her. Das waren Bauern, ja, so, die dann mit ihren Traktoren Stress gemacht haben, auch die heute diese großen X-Serien sagen, nicht noch einen Wind. Paar Kraftwerke hin, ja, das ist alles ätzend. Also, wenn du die Bauern erstmal auf der Straße hast, dann hast du ein richtiges Problem und ich bin jetzt gerade unterwegs mit auf Tour mit meinem Vortrag. Ich fahre im Moment nur Landstraße, was mich also viel Zeit kostet, weil ich fahre nach Österreich, aber ich habe sie schon 3-4 Mal gesehen und habe ihnen gehupt, sie brauchen keine warmen Getränke, haben die selber, haben sie mir dann angeboten. Ich habe gesagt, das finde ich super. Ich finde es super, weil das könnte der Anfang vom Ende sein, weil die Bauern sind diejenigen, die am Ende dahinter stehen. Erst müsste uns zu fressen geben und dann kommt die Moral und wer damit nicht solidarisch ist, nur ein Idiot. Sagt, ja, ich lasse mir das Essen dann einfach von Lieferando liefern. Ist richtig. Und ich finde ja so die geile grüne Politik ist, wenn unsere. Als hier gerade einer im Chat schreibt, in diesem Fall ist es egal, ob der Bauernverband vor allem die Interessen der Großbauern vertritt, denn die Interessen der Kleinbauern und der Großbauern, die sind, was diese aktuelle Steuerpolitik der Ampel angeht, kongruent. Also die wollen ja alle nicht, dass ihre Steuern noch weiter in die Höhe getrieben werden. What's up? Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, das Ladekabel an den Computer anzuschließen. So. Jetzt können wir weiter reagieren. Bauern alle weg sind, das gehört Konzern. Dann würden die Grünen wären genauso, dass sie sagen, ja, dann wird das eben eingeflogen. Das würden sie sich dann weglügen mit dem Klima, genauso wie sie jetzt eben Fracking-Gas von irgendwo holen. Das sind alles Leute, die zwar, wo Grün draufsteht, aber keine Ahnung davon haben. Und den Bauern möchte ich nur eins sagen, möchte ich sprachlich behilflich sein, wenn euch jemand als Reichsbürger bezeichnet, sagt, nee, wir sind keine Reichsbürger, sind möglicherweise Reichsbauern. Das ist was ganz, ganz anderes. Und da sind wir stolz drauf. Und ich würde auch diese Politiker, Herrn Özdemir und Co., die würde ich alle mal auf so einen landwirtschaftlichen Betrieb schicken, dass die einfach mal so eine Woche den Alltag mitmachen, was das nämlich eigentlich bedeutet. Weil dann lernen die nämlich mal Folgendes kennen, was sie aus dem Regierungsviertel überhaupt nicht kennen, wie sauber ein Schweinestall sein kann. Im Regierungsviertel ist es ja anders. Ne? Das würde ich gerne mal wünschen. Und was es bedeutet, was es eben auch bedeutet, und ich meine keine hohen Tiere. Ich glaube nicht, dass das mit dem Tierschutz vereinbar ist, Ricarda Lang in irgendeinen Schweinestall zu schicken. Ja, das ist richtig, genau. Aber einfach arme mal so, Ricarda Lang. Ich meine, die Arme. Nein, Ricarda Lang. Ja, die Massenmedien suggerieren uns immer, dass euer Leben jetzt so beschissen ist. Ja, und das liegt ja an den Bauernprotesten. Nein, 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 nein. Die Bauern sind diejenigen, die so wenig abstrakt sind, die sagen, wenn wir schon nicht auf die Straße gehen, dabei geht es um unser Futter, uns geht es ja im Supermarkt aus, dann müssen wir das machen. Weil die Bauern müssten das eigentlich nicht. Die Bauern könnten sagen, selbst wenn sie pleite gehen würden und es wird nichts mehr geliefert, sie werden dahingehend überleben.
es für sie immer reicht. Also ist so. Wisst ihr, wenn ihr so bescheuert seid, dass ihr das nicht merkt, weil ihr denkt, ja, dann solltet es mal sehen, weil es ist ja, ich sehe das ja immer, wenn ein Wochenende irgendwie in der Hauptstadt ist und so, ja, da sieht ihr die Kühlregale oder die Bioregale sind ja leer gekauft und dann kommt schon, nee, da kommt nichts mehr. So. Ist und, so. Ja. Ja, ja. Ich glaube, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr allzu lange machen. Ich habe heute noch andere Termine, aber ich glaube, das ist gut auf den Punkt gebracht. Die dritte Schlagzeile von Paul Brandenburg, die finde ich auch interessant. Regierungsrücktritt, auch wenn wir uns die letzten paar Minuten jetzt nicht angesehen haben. Ich meine, ist tatsächlich ein bisschen länger. Also eigentlich soll ja jeder nur 15 Minuten sprechen. Ist tatsächlich heute ein bisschen länger als gedacht. Aber ja, ich würde tatsächlich sagen, Dieter Dehm hat mit der ersten Schlagzeile gewonnen. Also das Rüstungskapital will Krieg. Macht Deutschland zur Zielscheibe. Ich würde sagen, das ist die Schlagzeile der Woche, aber auch Paul Brandenburg mit seiner Sicht auf die Bauernproteste. Das ist ein durchaus interessanter Beitrag. Wie gesagt, Nachschlag, interessante Talkshow, kann ich euch nur empfehlen. Schaut da auch gerne mal vorbei. Ich meine, ihr müsst ja nicht darauf warten, dass ich darauf reagiere.